Moin moin und hallo. Ihr wisst ja schon, in der letzten Zeit ist in meinem nahen Bekannten- und Verwandtenkreis des Öfteren das böse Krebssyndrom diagnostiziert worden. Und es ist wirklich so, dass viele Menschen Krebs bekommen werden im Laufe ihres Lebens. Jeder zweite Mensch. Und deshalb habe ich mich ein wenig mehr jetzt damit beschäftigt, weil ich es ja auch muss, weil ja, wie gesagt, ein sehr naher Angehöriger einen krassen Krebs bekommen hat. Erstmal, Krebs selber ist, dass eure normalen Zellen, also Krebs kann man im Prinzip an jeder Ecke von unserem Körper bekommen. Und es bedeutet, dass dort, also wir sind ja aus Milliarden von Zellen aufgebaut, ne? Ganz viele Zellen, 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 die sich ja immer weiter teilen. Das ist ja ein ganz normaler Lebensrhythmus. Nicht nur bei allem auf der Welt, sondern es ist immer ein Kreislauf. Das heißt, die Zelle wird sich teilen. Dann wird die Zelle ein bisschen chillen und dort verbleiben und dabei sich wieder teilen. Und nach ein paar Teilvorgängen, nach vielen Teilvorgängen, wird sie, wenn sie merkt, da läuft nicht so richtig was jod, wird sie sich auch selbst zerstören. Das ist nämlich ein eingebauter Mechanismus, um einfach ja, ausgeartete Zellteilungen zu vermeiden. Ne, da hat die Biologie sich in den Jahrmilliarden, die sie ja schon existieren darf, schon was einfallen lassen. Dann kommt der Krebs ins Spiel. Also der normale Zellteilungsrhythmus ist, Zelle wird geteilt, Zelle lebt, Zelle stirbt. Zelle wird geteilt, immer weiter. Und wenn dann die Zelle merkt, anhand der Gene, die immer weitergegeben werden, da läuft was nicht ganz richtig, ich bin auf dem falschen Weg, dann zerstört sie sich selber. Die Krebszelle, ne, es bezeichnet dadurch also, oder sie zeichnet sich aus, dass sie sich immer weiter teilt und sich nicht verabschiedet. Und das ist das Problem, weil dadurch natürlich, das ist ja eigenes Gewebe, das heißt, da kommt keine Polizei und sagt, ey, was ist denn das? Wir werden dich jetzt mal ausschalten. Nein, das ist ja eigenes Gewebe, das heißt also, alles bleibt smooth und die können sich ungehindert weiter vermehren. Und das ist das Problem. Es gibt gutartig und bösartig. Gutartig ist natürlich auch, es ist eine abnormale Reaktion, Zellteilung geht immer weiter von abnormalen Zellen. Ist auch nicht gut, klar. Weil nämlich, die können ja auch irgendwo draufdrücken. Die kann man aber meistens wegschnibbeln und schönen Tag noch haben. Dann gibt es aber die Bösartigen. Und die sind wirklich böse. Warum sind die böse? Nicht nur, weil die sich da rumteilen, ungehemmt und Platz brauchen. Nein, die gehen sogar hin und fressen sich sozusagen richtig durch den Körper durch. Die gehen also zu den, die gehen hin und zerteilen sich immer mehr, werden immer größer, wachsen, wachsen, wachsen. Und dann zerquetschen die und zerdrücken andere Zellen, die dann natürlich absterben. Und was ganz schlimm ist, die kacken sozusagen auch noch Fragmente aus. Und das sind dann Metastasen genannt. Und die durch den Blutkreislauf dann an irgendwelche anderen Stellen im Körper geschickt werden, aber nicht willentlich, sondern durch das Blutkreislaufsystem einfach wird das rumgeschickt und irgendwo bleibt es dann hängen und dann fängt da der ganze Dress schon wieder von vorne an. Das nennt sich dann Metastasen, die sich dann nicht nur lokal auf den einen besagten Spot definiert auswirken, sondern dann auch noch an anderen Organen sich festklammern und doch den ganzen Dress wieder machen. Das ist das Schlimme an diesen bösartigen Krebsfreunden, die gar keine Freunde mehr sind. So, und das gibt es, wie gesagt, an jedem Organ, an jeder Stelle des Körpers kann Krebs entstehen. Und dann gibt es Studien etc. oder schon Erfahrungen, was es da für, das ist so ein Highscorer, ne? Wer am tödlichsten ist. Ne? Weil, ist klar, wenn irgendwo ein Organ befallen wird, das wird dann aufgefressen, also jetzt nicht, sondern einfach durch die besagte Zellteilung zersetzt, zerquetscht, halt kaputt gemacht. Und das ist das Schlimme daran, weil dann natürlich, wenn das an Organen passiert, die überlebenswichtig sind, wie ja fast alle,
dann Scheiße. Und dann gibt es jetzt, also die schlimmste oder das Schlimmste überhaupt ist Pankreas. Ne? Pankreaskrebs ist die Bauchspeicheldrüse. Und wenn dort der Krebs anfängt, dann habt ihr oder jeder oder laut Erfahrungen von den medizinischen Freunden gibt es da wirklich nur noch Mini-Winnie-Überlebenschancen. Ich meine, das war ungefähr bei 10%. Also, das ist das Schlimmste überhaupt, Pankreas. Denn das ist ja sehr überlebenswichtig, auch die Bauchspeicheldrüse. Und wenn die kaputt gemacht wird, gestört wird, dann ist man leider hinüber. Das Zweitschlimmste ist dann Nervensystem, sicher, ne? Weil dann verlierst du deine Funktionen. Und dann kommt der Speiseröhrenkrebs. Der Speiseröhrenkrebs, was halt auch ich jetzt als Beispiel ansetze für meine nahen Verwandten. Und der ist so bei 11 bis 30% tödlich. Also Überlebenschance. Ne? Ihr habt eine Überlebenschance von 11 bis 30%. Das ist doch wenig, oder? Wirklich. Ne? Pankreas ist 10%. Hammerscheiße. Ne? Also da gibt es nicht mehr viel. 10, 14% schaffen es, da wieder rauszukommen. Und bei dem Speiseröhrenkrebs sind es halt 10 bis 30%. Und wenn wir dann die Lunge nehmen zum Beispiel, da sind wir ein bisschen höher angesetzt. Da kommen wir dann bei auch so 20, 30, 40, 50% überschaffen das dann. Und es kommt auch immer aufs Organ an, ob man zwei davon hat oder nur eins. Ne, wenn ihr zum Beispiel eine Lunge habt, eine kann ja wirklich raus. Ne? Auch wenn man danach kaum noch den Marathon schaffen wird, ne, wie vorher, aber man überlebt. Denn, gehen wir jetzt zu meinem Beispiel, den Speiseröhrenkrebs. Der Mensch, der es hat, der musste ich vor 10 Jahren schon versprechen, keine lebenserhaltenden Maßnahmen zu treffen, damit er durchkommt. Und dann lag er da und er wurde vor die Wahl gestellt. Weiterleben, sprich Notarzt rufen oder halt den Gang der Medizin gehen oder in den nächsten Tagen versterben. Also keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Der hat sich dann doch entschieden, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen und sogar dann eine künstliche Ernährung zu akzeptieren. Also ihr seht, der Kampf um sein Leben ist wirklich fundamental verankert. Wenn man jünger ist, wenn man noch nicht krank ist, dann kann man das immer schön abtun und sagen, och, ich brauche das nicht. Wenn es soweit ist, dann ja nicht einfach. Nein. Jedes Individuum, jedes Lebewesen hat einen Lebensinstinkt. Und es ist egal, wie alt er ist, wie jung, wie gut er aussieht oder so. Das Leben ist eigentlich immer lebenswert. Okay? Und wir gehen jetzt zum Speiseröhrenkrebs. Das ist jetzt das Beispiel. Es ist so, wir haben eine Speiseröhre, die hier oben auch mit Luft und Speisen versetzt sind. Und weiter runter geht es dann in den Magen. Und er hatte halt oder hat die Arschkarte, dass dort sich ein Karzinom gebildet hat. Das heißt also, da ist die Speiseröhre ist ja immer, also alles im Körper ist ja feucht mit Wasser etc., schön geschmeidig und flutschig. Und dort kam es dazu, dass dort Zellen auf die Idee kamen, mal zu entarten. Und das ging ungefähr ein Dreivierteljahr, hatte er also die ersten Symptome bekommen. Ich arbeitete mit ihm jeden Tag zusammen. Das bedeutet, ich kann das sehr gut berichten, was geschehen ist. Das heißt, er war noch Oldschool oder ist noch ein Oldschool-Guy. Ne? Das heißt also, durchhalten, Jung, durchhalten, wir schaffen das. Das wird schon wieder. Das heißt, er ist auch nicht zum Arzt gegangen, die ersten Dreivierteljahr. Nach einem Vierteljahr ungefähr sprach er mit mir darüber und sagte mir, ich habe immer Schmerzen beim Schlucken. Da hat er, glaube ich, schon 5 Kilo verloren. Aber am Anfang ist das ja schön, weil man kommt ja aus einer wohlgenährten Situation meistens. Und wenn man dann mal 5 Kilo abspeckt, top. Auch 10 Kilo vielleicht top. Bei mir wären es sogar 20 Kilo top. Nur irgendwann wurde er, weil er permanent
Schluckbeschwerden hatte oder hat auch immer noch Schluckbeschwerden hat, hat er weniger gegessen. So, dadurch ging natürlich das Gewicht noch weiter runter. Dadurch, also die ersten Zellen waren sozusagen schon angekommen und entartet. Aus einer Zelle werden zwei, aus zwei werden vier, aus vier werden acht. Das heißt also, es breitet sich dann exponentiell aus. Das heißt, es verdoppelt sich bei jeder Zellteilung immer alles. Das ist wie Bakterien und bei Viren auch. Die machen das ja auch so. So machen das auch die normalen Körperzellen. Das heißt also, da wächst in der Speiseröhre oder an der Speiseröhre, in der Schleimhaut, wächst erstmal, dann fangen die an, loszulegen. Woher kommt das überhaupt? Erstmal ist es Zufall. Ne? Es ist eigentlich immer Zufall, die einen bekommst nicht. Deshalb ja auch jeder Zweite. Ne? Das ist, Leben ist das größte Glücksspiel, oder? Das größte Glücksspiel. Wer kommt bis zum Ende? Race to the finish. Wer scheidet vorher aus? Oder wer kommt komfortabel? Es gibt immer Leute, die kommen komfortabel hin. Es kommen aber auch Leute, die kommen überhaupt nicht komfortabel hin. Ja. Man kann, wenn man das aus der Ferne betrachtet, sprich die Mediziner sehen das dann so, dass die meisten von diesen besagten, bleiben wir jetzt beim Speiseröhrenkrebs, das im Asien bekommen, im asiatischen Raum. Warum? Nicht, weil die Asiaten sind, nein, sondern weil die viel Tee trinken. Okay? Und auch nicht, weil die Tee trinken, sondern weil der Tee heiß ist. Das bedeutet also, man hat herausgefunden, dass die entartete Zellteilung, der Krebs bei dem Speiseröhrenfreunde oder in Speiseröhre, die Entartung passiert, gehäuft da kommt, wo viel Tee zu heiß konsumiert wird. Was heißt das? Das ist nicht der Tee schuld, es ist die Hitze schuld. Man schluckt es runter, auf dem Weg nach unten verbrennt man sich. Man merkt das nicht direkt oder man merkt, boah, das war aber heiß. Und wenn man das dann 1000 Mal gemacht hat, dann wird in der Zelle oder in manchen Zellen, das sind ja immer mehrere, das ist ja nicht nur eine einzige, eine fängt halt nur mal an, dann wird dort die Umprogrammierung manuell vonstattfinden. Und dann irgendwann fängt sie halt an, loszuatmen. Ne? Das ist dann jetzt als Beispiel am Speiseröhrchen. Anderes Ding ist auch natürlich immer, also eigentlich kann man immer piefen sagen, rauchen und Alkohol. Ne? Das verstärkt das natürlich auch noch, weil da sind halt Stoffe drinne, die auch dann wieder die Zellen anreizen, sich zu entarten. Übergewicht ist auch ein Thema, aber es ist eigentlich auch überall so. Ne? Fettigkeit, wer fett ist, hat halt ein höheres Risiko für alles Mögliche. Rauchen, Alkohol und bei dem Speiseröhrenkrebs explizit ist es dort heiße Getränke. So, wenn das jetzt einmal passiert ist und man bekommt das wirklich super früh mit, dann muss aber alles stimmen. Dann muss man mal zufällig eine Magenspiegelung gemacht haben und der Arzt muss schon vorher super geguckt haben auf dem Weg nach unten und sieht dann die Entartung da. Das ist also ein kleiner Auswuchs, eine kleine Komischkeit. Dann kann man es aus der Speiseröhre, aus dem Weichgewebe herausschälen. Job's done. Dann ist der Krebs weg. Wenn aber wie in unserem Fall der Mensch selbst nach dem Beschwerden, nach dem Schluckbeschwerden nicht zum Arzt geht und der Arzt dann nicht meint, oh, hast du ein Schnupfchen, oh, hast du eine Grippe, aber wir geben jetzt Antibiotika. Nein, wenn man dann einen findigen Arzt hat, der das dann beschreibt, der sagt, okay, wir gehen jetzt zu einer Magenspiegelung und explizit werden wir die Speiseröhre unter Verdacht stellen. Dann hat man eine Chance, dass es schnell weggeschnippelt wird und dann ist man, wenn man 5 Jahre geschafft hat, auch wieder krebsfrei. In diesem Fall ist es natürlich nicht so gekommen. In diesem Fall wurde weiter abgenommen, in diesem Fall wurde weiter akzeptiert, dass man jetzt permanent Schluckbeschwerden hat. Das war nicht schön. Und dann kam es so weit, dass der Mensch sogar eingestellt hat, zu essen und zu trinken. Und dann kam ja ins Spiel die Entscheidung, wird er weiterleben wollen oder nicht. Er wollte weiterleben. Also ging es dann unter medizinischer Betreuung weiter. Was kann man da machen? Man kann
Bestrahlung machen, man kann Chemotherapie machen, man kann homöopathisch tätig werden oder man kann gar nichts machen, weil es ist ja eine freie Entscheidung für jeden. Er wollte alles machen, also er wollte alles, was geht, was die Medizin hergibt, machen. Alles klar, Chemotherapie. Dann ging es los. Er war also so schwach zu diesem Zeitpunkt, dass er bedingt durch den Speiseröhrenkrebs, bedingt durch die Unterernährung, bedingt durch die Dehydration, sprich zu wenig getrunken, zu wenig Flüssigkeit im Körper, hat er nicht richtig schlucken können. Durch dieses Schluckproblem, ist natürlich auch Sekret in die Lunge gekommen. Was wurde dadurch passiert? Dann gab es erstmal eine Lungenentzündung. Auch schlimm. Körper ist geschwächt, Körper hat schon 15 bis 20 Kilo abgenommen und dann noch eine Entzündung der Lunge dazu ist nicht schön. Es ist sehr unangenehm, er konnte kaum noch reden, er konnte kaum noch sprechen, er konnte kaum noch atmen, er konnte kaum noch leben. Okay, so, das heißt also erstmal intravenös ernähren, beziehungsweise über eine Sonde ernähren. Das heißt, der erste Schritt war, über die Nase gibt es einen Schlauch, der wird hineingeführt. Die Nase ist nämlich verbunden mit unserem Rachen. Dann wird das also sehr unangenehm, ohne Scheiß, sehr unangenehm. Hier wird also ein Stab reingesteckt, der flexibel ist, der geht dann durch in den Magen runter und dort drüber wird dann Nahrung eingespritzt. Warum? Weil die Speiseröhre ja zu war. Sie war zu bzw. verstopft. Gleichzeitig ja auch die Lungenentzündung. Das heißt, die Lungenentzündung musste man dann natürlich mit bekämpfen. Um das herauszufinden, wird der Thorax, also der Oberkörper, geröntgt. Dann wird gesehen, oh, super viel Sekrete. Oh Mist, ey, da müssen wir was gegen machen. Dann gibt es Antibiotikum, die dadurch eingesetzt werden, weil die Entzündung wird ja durch Bakterien ausgelöst und die werden dadurch dann hoffentlich abgetötet. Das eigene Betriebssystem muss natürlich auch mitmachen. Ne? Der ganze Körper, der geschwächt ist, muss natürlich auch dann durchkämpfen, Durchwillen haben und dies dann bekämpfen. Jo, das hat er auch gehabt. Alles klar. Die Lungenentzündung war weg. Jetzt, der Krebs wütet immer noch. Die Ernährung ist also gegeben. Das heißt, Luft kommt rein in den Körper. Durch die Lungen, weil die Lungenentzündung ist ja weg gewesen, also ist Luft wieder kein Thema, alles okay. Die Sättigung des O2-Wertes stieg wieder an. Dann wurde künstlich ernährt, damit ein wenig Gewicht wieder gemacht wird, also jetzt nicht zum Pumpen, sondern einfach zum Überleben. Das wurde erledigt, alles klar. Das heißt, wir haben also die Überlebensfähigkeit wiederhergestellt. Der Komfort bis dahin war sowieso schlecht. Permanent Schmerzen, permanent nicht schlucken, permanent nichts essen und nichts trinken, sondern einfach nur und, was noch hinzukommt, durch die Sonde, durch die Nase, sehr, sehr, sehr viel Reiz die ganze Zeit, weil das Ding ist ein Fremdkörper, läuft durch den Körper durch, sehr unangenehm. Ja, dann kam es dazu, dass eine Chemotherapie angefangen worden ist. Okay? Eine Chemotherapie ist in verschiedenen Stufen aufgebaut. Es gibt mehrere Stufen und wir waren schon in der Mitte angelangt. Das heißt also von der Stärke. Das sind ja Chemikalien, die dem Körper zugefügt werden über intravenöse Abgabe oder Eingabe in den Kreislauf des Menschen. Und diese sollen dann die Krebszellen angreifen und zerstören. Manchmal funktioniert es, manchmal leider nicht. Natürlich kommt dazu noch, dass diese Chemiekeule nicht nur die Krebszellen angreifen, sondern eigentlich fast alles. Es ist natürlich schon viel besser geworden in den letzten 20 Jahren, ohne Frage. Dann hat man mehrere Sitzungen, das heißt, man geht dahin, man setzt sich dahin, kriegt eine intravenöse Eingabeform der Chemotherapie und das macht man dann so jeden Tag. Es gibt aber unterschiedliche Packungen da. Kann also auch sein, dass es nur wöchentlich ist, kann aber auch sein, dass es stündlich ist oder dass es sogar 20 Stunden braucht. Gut. Was aber dabei ist, der Körper wird sehr stark angegriffen. Das heißt, man ist danach total fertig. Also, als ob man einen Halbmarathon gelaufen ist.
Man schleppt sich nach Hause und chillt und guckt einfach nur Fernsehen zum Beispiel oder macht irgendwas anderes. Aber Bewegung ist schlecht, dir ist schlecht, man hat schlecht, also ein schlechtes Gefühl, weil man natürlich weiß, dass man Krebs hat. Ja, das ist nämlich dieser Punch, den man bekommt. Bei der Diagnose sitzt man da, Sie haben Krebs. Oh, scheiße. Dann, was ist es für Krebs? Speiseröhrenkrebs. Oh, scheiße. Der zweitschlimmste. Mann. Dann ist natürlich das Stresslevel von hier nach oben gegangen und man hat Todesangst, weil das ist kein schöner Weg, den man gehen kann. Muss. Meistens. Es gibt natürlich auch Verläufe, die wunderschön sind. Ne? Man kann sich natürlich daran klammern und sagen, wird alles gut. Wird alles gut. Gut, sind wir wieder zurück bei der Chemotherapie. Das heißt also, da haben wir wieder was sowieso schon sehr unkomfortables Leben, was man aber mit Medikamenten natürlich ein wenig drücken kann. Jetzt hat man dieses ja, Gift, ne? Dieses helfende Gift im Blut, welches dann natürlich rumballert überall. Zusätzlich im Fall des Speiseröhrenkrebs oder auch vielen anderen Krebsen kann man eine Bestrahlungstherapie machen. Die Bestrahlungstherapie bedeutet, dass man dort nicht aufschnibbelt, auch nichts intravenös großartig bekommt, sondern da setzt man sich vor so einem Strahlungsgerät und das schickt Strahlung in euren Körper oder in des betroffenen Körpers und zertrümmert dort die gezielt die Krebszellen. Das kann man natürlich auch wieder nur bedingt machen, weil man würde ja auch, wenn man es zu stark macht, auch gesundes Gewebe zerstören. Zweite Option. Wurde gemacht. Danach alles rot. Hier in diesem Bereich. Das ist Sonnenbrand Deluxe. Alles rot durch die Strahlen, die ja durch die Haut durchgehen und dann durch ihre Wellenlänge genau an dem Ort, wo der Krebs sitzt, ihre schreckliche Entfaltung tun. Sprich Vernichtung. Aber gewollte Vernichtung. Alles klar. Das wurde betrieben. Über Wochen. Der Mensch, dem ging es nicht gut. Aber Haare waren noch dran. Viele beklagen dann natürlich oder haben Haarausfall überall. Und nicht nur Haupthaar, auch hier, hier und hier. Aber das ist nicht schlimm. Aber überall fallen einem die Haare aus. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so tragisch. Schlimmer ist halt, dass man sehr gestresst ist, sehr fertig ist, also körperlich und geistig sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Und deshalb ist es ganz wichtig, wenn Außenstehende da sind, dass diese halt positiv auf den Patienten einwirken. Und wenn er es will, das hatte ich ihn nämlich gefragt, ob er wirklich bereit ist, diesen Weg zu gehen. Und er sagte, ja, dann unterstützt man ihn. Natürlich sollte man immer da sein für den Menschen, soweit es geht. Weil man hat ja auch selber als Angehöriger diese Diagnose und dieses Wissen, dieser Mensch wird bald, eventuell bald nicht mehr da sein und dorthin auch noch einen harten Gang gehen müssen, hat man ja auch als Betroffener selber sehr stark und natürlich als Angehöriger und Freund, Freundin, divers etc. mitzutragen. Okay. Also Strahlentherapie und die besagte Chemotherapie. Das ging durch. Ging über Wochen. Dann war Pause. Dann gab es das Problem. In jedem, der das hat, ist ja die Sache, wenn man Angestellter ist, kriege ich noch weiter Geld? Ja. In Deutschland ist es nicht so tragisch. In anderen Staaten ist es tragisch. Wenn du nämlich zum Beispiel in den Staaten sowas bekommst, dann brauchst du ganz viel Geld. In Deutschland zum Glück nicht. In Deutschland ist es so, dass also erstmal muss der Arbeitgeber 6 Wochen bezahlen. Normal krank geschrieben wird man dann vom Arzt. Nach den 6 Wochen, also ab der 7. Woche, gibt es Krankengeld. Das ist natürlich jetzt nicht 100% wie vorher, sondern nur noch liegt bei 60, 70%. Vorher könnt ihr euch das so überlegen. So viel habt ihr dann. Und ihr bekommt es 30 Tage pro Monat. Das heißt also finanziell, wenn man das jetzt sieht, vorher zum Beispiel musste man eine Stunde zum Arbeitsplatz fahren und wieder zurück. Man spart natürlich dadurch Spritgeld. Man
Im Falle des Speiseröhrenkrebs jetzt wieder, man braucht nichts mehr zu essen, spart man auch Geld. Das heißt also, das Krankengeld wird das niedrige Krankengeld zu dem, was vorher war, wird die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, amortisieren. Das heißt, finanziell hat man in Deutschland kaum ein Problem, wenn man so eine starke Krankheit hat, über die Runden zu kommen. Auch dann gibt es ja noch mehr. Der Mensch, der jetzt als Beispiel diesen Speiseröhrenkrebs hat, konnte nichts mehr essen, konnte nichts mehr trinken, etc., wurde sehr schwach. Dadurch wird er auch pflegebedürftig. In Deutschland ist das ja auch geregelt, weil wir ein Sozialstaat sind, dadurch, dass wir auch Pflegeversicherung bezahlen. Und dann gibt es Pflegestufen, die sich von Pflegestufe 1 bis Pflegestufe oder Pflegegräde. Also sie wurden 2017, glaube ich, zusammengesetzt. Das heißt Pflegegrad 1, 2, 3, 4, 5. Das kommt halt auf die Schwere an. Die Schwere bei dem besagten Vorfall des Speiseröhrenkrebs lag bei Pflegegrad 3. Das heißt, man bekommt, wenn man eine Pflegekraft hat zu Hause, zum Beispiel die Ehefrau, die Partnerin, Ehemann, diverse Leute, Nachbarn, egal. Also wenn Familie, Kinder, egal. Wenn man das vorweisen kann, sprich wenn man einen hat, der einen pflegt, dass man von außen keine Pflege benötigt, weil man wird eine Pflege brauchen, von längerfristig gesehen, weil einfach diese Erkrankung einen jede Power nimmt, jede Power, sich großartig selber versorgen zu können. Das heißt, man ist Pflegegrad 3, wäre man in diesem Beispiel. Das heißt, man bekommt 545 Euro im Monat für die Pflegekraft. Diese 545 Euro kann man also einsetzen, um dann die Nachbarin zu bezahlen. Hier, hilf mir bitte da, hilf mir bitte da, hilf mir bitte da. Okay? Das heißt also, finanziell ist das jetzt nicht so ein Oberburner. Natürlich, wenn man arbeiten geht, kriegt man mehr Geld. Aber so ist es jetzt nicht der Abgrund, in dem man stürzt. Das heißt, man ist jetzt nicht psychologisch so ganz krass betroffen mit der Existenzangst aus dem finanziellen Metier. Es gibt da auch die Krankenkassen, die helfen einem sehr stark dann, natürlich auch eigenwillig, ne, weil die wollen ja auch dann, dass es vernünftig abläuft und nicht Monsterpreise aufgerufen werden. Das heißt also, wichtig ist, man bekommt Krankengeld, man bekommt eine Pflegestufe, mit diesem Geld kommt man gut klar. Wenn man dann Medikamente braucht, was ihr brauchen werdet, wenn ihr so etwas bekommen solltet, die werden zum Teil bezahlt. Das heißt, man muss immer immer 10 Euro, 5 Euro dazu zahlen pro Medikament. Das heißt, dort kommen so im Monat auch nochmal so 50 bis 70 Euro dazu. Aber man ist wirklich finanziell ist man da eigentlich safe. Da muss man mit sich selber kommen. Man weiß also, man hat den Krebs, man kämpft jetzt gegen ihn und es tut schon weh. Das heißt also, man kommt wirklich dann aus dem ersten Down der Diagnose, kommt man wieder in die Hoffnung zurück, weil jetzt wird dagegen gekämpft. In Form von einer Chemotherapie, in Form von einer Bestrahlung oder was ihr halt wollt. Das heißt, man hat wieder ein Hoch. Dann geht es meistens, und es ging es hier ja auch, wieder nach oben. Und dann schrumpfte sogar der Krebs ein wenig. Dann gibt es Möglichkeiten, den menschlichen Körper in Scheiben zu schneiden und durchzugucken. Computertomographie, MRT, Magnetresonanztomographie. Das wurde gemacht und dann konnte man genau sehen, wo die Krebszellen sich angesiedelt haben. Ja, die Aorta kennt ihr vielleicht. Die Aorta ist eine große Schlagader im Körper, die sehr viel Blut transportiert. Weil nachdem Chemo und erste Runde fertig war, kam er dann, wie kriegen wir den Krebs jetzt weg, die Krebszellen? Am besten ist immer wegschnibbeln, ne? Wegschneiden, öffnen, rausholen, weg, zumachen, hoffen, dass keine Krebszellen vergessen worden sind. So, das kommt natürlich dann hier auch als Überlegung in Frage. Und dann kommen wir zurück zur Aorta. Die Aorta rennt hier hoch, ne?
ist so daumendick, ein dickes Ding. Und an der Aorta direkt waren die Krebszellen. Wir waren jetzt mal wieder oben. Ne? Nach der Diagnose, zweite Diagnose also, geht man wieder runter. Weil das bedeutet, wenn man den Körper öffnet und wirklich minimal plutsch an die Aorta kommt, mit einem scharfen Gegenstand, spritzt da das Blut raus und man ist innerhalb von 40 Sekunden verblutet. Da ist richtig Druck drauf, Leute. Ne? Und diese fette Aorta kriegt man auch so gut wie nie zugetaped wieder. Das heißt also, es war keine Option auf Reparatur im Körper selber. Wir gehen nach unten. Angst vor der Zukunft, Angst vor weiteren Schmerzen sind dann wieder gang und gäbe. Manche bekommen auch massive psychische Probleme dadurch. Okay, dann geht man also hinüber, versucht nochmal eine Chemo, versucht nochmal eine Bestrahlung. Gleiches Prozedere wieder. Es geht einem wieder schlecht, meistens schlecht. Man ist wieder groggy etc. Dann gibt es Kuren. Die werden auch von der Krankenkasse dann bezahlt. Der Arzt muss das also aufschreiben, sagen, ja, dieser Patient benötigt eine Kur. Dann kommt man in jetzt keine Anstalt oder so. Man kommt in Gebiete, auch in Ferienorten etc., um dort mal zu chillen und natürlich dann auch geistig und körperlich gegen den Verfall anzutreten, anzukämpfen. Gesagt, getan, das hat auch jetzt nichts gekostet. Man muss dann eine Selbstbeteiligung, ich glaube, das ist so 10 Euro am Tag vielleicht bezahlen, weil da ist ja alles inklusive. Du hast Scheißhaus, du hast Dusche, du hast Essen, du hast alles, ne? Betreuung etc. Gut, die Kur bringt natürlich einen wieder ein bisschen nach oben, weil da sind ja viele Menschen, das medizinische Personal ist eigentlich immer top aufgestellt in Deutschland. Viele sind motiviert dabei und dann hat man selber natürlich auch wieder. Wir waren ja unten, jetzt geht es wieder ein bisschen hoch. Ne? So, dann sind wir oben. Man arrangiert sich mit dem weiteren Leben, was man verleben muss. Und man weiß, es gibt keine Heilung, weil die zweite Chemo hat auch nicht zum Verschwinden des Tumors beigetreten. Wie gesagt, bei jedem Schritt ist immer die Hoffnung da, dass der Krebs wirklich abhaut. Das passiert ganz selten. Aber es passiert. In diesem Fall, also jetzt sind wir wieder bei einem Hoch gewesen, weil die Kur war ja da. Dann ging es wieder weiter, Chemo, Bestrahlung, und irgendwann ist man oder ist der betroffene Mensch dann müde davon. Immer wieder diese Scheiße, immer wieder Schmerzen haben, immer wieder kaputt sein, immer wieder manche verlieren da auch die Haare. Und dann geht man wieder in eine Phase über, wo man einfach so sagt, soll das jetzt immer so weitergehen? Und das ist dann gefährlich, wenn man dann aufgibt. Muss ja nicht sein. Man kann ja trotzdem noch vernünftig weiterleben. Auch wenn man permanent, also aus der Sonde in der Nase ist dann schon eine künstliche Ernährung durch die Bauchdecke geworden. Das heißt also, durch die Bauchdecke wird ein Schlauch eingeführt, der direkt im Magen landet und dort drüber gibt es dann eine Infusion von der besagten Nahrung. Das heißt also, hier oben war jetzt nichts mehr. Aber was wirklich ganz schlimm ist, man kann nichts mehr oben reinschieben, also essen. Man kann nicht mehr kauen. Man kann schon kauen, aber man kann nicht essen. Man kann nicht runterschlucken. Man kann nicht diesen Flavor von Burgern zum Beispiel genießen. Und das fehlt einem ganz massiv. Der Appetit geht nach einer Zeit weg, hat er mir erklärt. Wirklich. Und dieses Verlangen aber nach dieser Befriedigung des Essens bleibt. Und das ist das Schlimme. Echt. Wenn also jetzt keine normale Heilung mehr möglich ist oder medizinisch indikativ möglich ist, dann geht man also zur Palliativmedizin über.
Die Palliativmedizin ist dann so, dass das Leiden, welches man wirklich durchleiden muss, gelindert wird. Das bedeutet natürlich auch, dass man sein Leben im Prinzip nach der Krankheit ausrichten muss. Das bedeutet zum Beispiel, ich war mit ihm an seinem Geburtstag. Es war nämlich so gewesen, er hatte geschlafen und wir wissen ja, künstliche Ernährung, sprich Magensonde. Die Magensonde ist ja ein in den Bauch connecteter Schlauch. Und dann auf der Innenseite ist ein Ballon. Und der Ballon, der muss immer mit Wasser gefüllt sein. Und wenn man das nicht macht, sprich von außen immer ein bisschen nachballert, dann wird er kleiner und irgendwann flutscht er raus. So, und das ist geschehen. Und dann saßen wir wirklich. Ich war da, um mit ihm seinen Geburtstag zu feiern. Und wir saßen von morgens 9 Uhr und waren dann 9 Stunden, also bis 18 Uhr, in der Klinik. Wow. Also man muss wirklich sagen, man braucht dann Sitzfleisch, man braucht dann Geduld, um diese ärztlichen, aber wichtigen ärztlichen Schritte auch durchzuführen. Und in diesen 9 Stunden war da natürlich eine kleine Mini-OP, eine lokale OP mit drin. Das heißt, er wurde ja, der ist ja rausgezogen und dann wurde der wieder lokal reingeschoben. Sehr schmerzhaft war das, aber so ging es halt dann schneller, als wenn man einen neuen Schlaftermin hätte. Auch die andauernden, also öfters folgenden Untersuchungen, sprich wieder mal reingucken, etc., gucken, was abgeht, ne? Wie geht es da drinnen los, wie voll ist es, etc. Das kann man ja nicht, man macht es nicht nur bildgebend von außen, sondern auch mit einem Endoskop, sprich durch den Mund, durch den Rachen runter. Das wird heutzutage sehr komfortabel gelöst und zwar unter einer lokalen Anästhesie. Das heißt, man ist nicht komplett hinüber, so wie bei einer großen OP, sondern man wird sozusagen nur in einen kurzen Dämmerschlaf versetzt, damit das nicht so schmerzhaft ist für den Patienten. Und dann kann man sich das immer angucken. Was auch gemacht wird oder wurde, es ist ja jetzt schon länger drin, ein Stand gesetzt. Ein Stand ist dafür da, weil der parasitäre Krebsgeschwür ja auch bösartig und nicht so nett war zu dem umgebenden Gewebe, ist natürlich ein Loch entstanden zwischen der Speiseröhre und dem darum liegenden Gewebe und darunter auch das Lungenbereich. Deshalb gab es ja auch, kommt es oft vor, dass dann Lungenentzündungsflatrate kommt. Ne? Dafür oder dagegen haben dann auch palliativmedizinisch, weil man konnte ihn ja nicht entfernen, aber Linderung schaffen. Palliativmedizinisch wurde dann ein Stand gesetzt. Ein Stand ist also ein Schlauch, der in den Schlauch, der schon existent war, sprich die Speiseröhre, ein Stand gesetzt. Das ist ein Schlauch, der sich einmal drum fühlt. Den setzt man auch zum Beispiel in Herzkranzgefäßen etc., um einfach Gewebe auseinanderzuhalten, damit weiter geatmet werden kann. Weil auch das Atmen wird natürlich schwieriger, umso höher der besagte Tumor sitzt. Also ein Stand wurde gesetzt. Dieser Stand ist ein Fremdkörper. Und man merkt ihn, aber schwach. Man merkt ihn schwach, aber man merkt, dass dort was anders ist. Aber man muss immer sagen, es entlastet den Menschen ja. Das heißt, der Mensch akzeptiert es auch. Aber so ist es dann, dass man eigentlich permanent, und das ist auch wichtig, in der Kommunikation mit den Ärzten ist und diese Ärzte dann auch immer vernünftig einen Plan mit einem durchgehen, was man als nächstes macht etc. Dazu kommt natürlich dann auch eine Medikation, die dann auch gegen Depressionen hilft, gegen Schlafprobleme etc., weil man muss dann schon sagen, man hat eine wirklich schlimme Krankheit und dann, wenn man palliativ das dann begleitet,
ist es nicht so schlimm wie bei einem ganz gesunden Menschen, wo man dann sagt, ja, das Mittel würde ich jetzt nicht geben, weil das hat ja dann die Nebenwirkungen, dass da in ferner Zukunft irgendein Organ verwendet und so, ne? Dann ist man immer so hin und her. Bei der Palliativmedizin geht es wirklich darum, aktuell oder zeitnah dem Patienten, sprich die arme Sau mit dem Krebsgeschwür zu helfen. Und es gibt auch einen Unterschied. Vorher, bevor die Palliativmedizin angewandt worden ist, da war man, hat man gemerkt, man war so einer von vielen. Weil das ist ja die 95, 98% ja alle, die gehen ja darauf ab, die Behandlungen, wir heilen und dann bist du wieder geheilt und kannst gehen. Bei der Palliativmedizin ist es so, man begleitet den Menschen wirklich bis zum Ende. Und alleine psychisch gesehen, auch dann zu wissen, ich werde jetzt palliativmedizinisch betreut, das ist so ein Knackpunkt, weil man ist ja noch nicht so mit so Asbach, so 90 bis 100 Jahre alt und sagt, also, vielleicht mal noch 10 Jahre, dann war er dann. Nein, man ist ja eigentlich noch weit von seinem Ende wissentlich oder denkend entfernt. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Und dann dieses Wissen, ich werde das nicht mehr machen können oder das nicht mehr, diese Reise kann ich nicht mehr antreten, das ist schon schwierig. Es ist wirklich schwierig. Aber was ich sagen wollte, die normale Medizin, die auf Heilung ausgerichtet ist, da ist man im Prinzip wirklich nur eine Nummer, zieh eine Nummer, zack, wirst du weg. Bei der Palliativmedizin, die Mediziner, die dort beschäftigt waren, waren viel einfühlsamer und viel liebevoller als die anderen Teams. Also das muss man schon mitgeben, weil es ist einfach, die nehmen sich viel mehr Zeit, weil es ist ja abzusehen, was geschehen wird. Also es ist wirklich schwierig für alle Beteiligten, nicht nur für den Patienten selber, sondern auch für uns Angehörige, das mitzugehen, mitzuhelfen, mitzuertragen. Weil dazu kommt ja auch noch durch die künstliche Ernährung viel Dünnschiss, dann oft Wanstrammeln, also Bauchschmerzen, dann wirklich permanent ja so einen dumpfen Schmerz überall zu haben, weil man weiß ja, das Zeug wächst und man weiß es psychisch gesehen. Das heißt, man hat auch, bei ihm war das so, er hat gegenüber 80% der Familie eigentlich den Kontakt abgebrochen. Er wurde zum Eigenbrödler und nur noch die Angehörigen, die ganz nah waren, die er wirklich in sein Herz aufgenommen hatte, dann in seinen kleinen Endkreis durften wirklich dann noch zu ihm hin und so. Aber das ist leider dann immer die Sache, das ist von Typ zu Typ dann unterschiedlich. Andere werden wahrscheinlich dann hingehen und sich in die Familienhände begeben, in einem großen Rahmen. Er ist jetzt leider den Weg gegangen und hat das wirklich ganz gezielt dann auf einzelne auserwählte Personen gezeichnet. Das war sein Wunsch. Und das ist auch ganz wichtig, man sollte den Menschen, die so schwer krank sind, versuchen, fast jeden Wunsch zu erfüllen. Sobald man das schafft, wird der Patient oder der dieses krasse Leiden hat, sich auch stark revanchieren, indem er Liebe gibt. Das ist sehr emotional, wirklich sehr emotional. Wenn das weitergeführt wird, natürlich dadurch, dass hier kein Druck mehr auf den Kiefer ausgewirkt wird, etc., verschleißt das hier oben oder verkümmert auch alles dann, wenn das über viele Jahre geht, natürlich dann auch. Aber trotzdem, das Gehirn ist da, die Augen sind da, die Ohren sind da und die Bewegung ist noch da im Falle des Krebs, den ich hier als Beispiel jetzt anziehe. Das heißt also, es ist immer noch lebenswert. Und wenn man dort dann in einem Verbund von einer Familie sich befindet, mit liebevollen Menschen um sich herum Kontakt haben darf, dann kann man sogar auch wieder etwas Zufriedenheit aufbauen. Auch wenn in dem Rhythmus des fast wöchentlichen Aufenthalts in Kliniken doch immer auch wieder Rückschläge sind, geht man trotzdem den Weg weiter und hofft, dass der Krebs nicht weiter wächst, sondern einfach stehen bleibt. Weil an diesem Punkt ist man eigentlich dann schon und sagt sich, wenn es so bleibt, bin ich zufrieden. Aber trotzdem ist es lebenswert, oder? Und deshalb wird und
werden wir weiter kämpfen, den Krebs zu besiegen bzw. in Schach zu halten, damit die Lebenserwartung und die Lebensqualität des Menschen immer noch da bleibt, zumindest wo er war. Und man kann ja immer davon ausgehen, dass es doch auch Wunder gibt und der Krebs doch mal irgendwann die Idee hat, in den Magen zu fallen und dann hinten aus dem Exit rauszukommen. Also das heißt, auch wenn es Höhen und Tiefen gibt, wenn man Krebs hat, gibt es immer Hoffnung und die sollte man auch ergreifen und man sollte immer weitermachen. Vielen Dank.